Aktuell wird in der Politik heftig darüber diskutiert, ob man das Bargeld in der Verfassung verankern sollte. Wir fragen jetzt die Wiener, was sie dazu sagen. Also ihr seid ja junge Leute. Ja. Ich nehme mal an, ihr zahlt wahrscheinlich eher mit Karte oder irre ich mich? Nee, ich bezahle eher mit Bargeld. Okay. Ja. Aha. Warum? Ich weiß nicht, ich habe immer Bargeld dabei. Kommt drauf an, was für Betrag. Okay. Größere Beträge mit Karten und kleinere mit Bargeld. Ich zahle lieber das mit der Karte. Warum? Weil das feine ist und ich muss nicht so viel Bargeld mit haben. Viele Leute zahlen auch mit Bargeld, besonders die Älteren. Deswegen, ich zahle selber mit Karte, aber für Ältere ist das wirklich wichtig, zu wissen, wie viel sie in der Tasche haben. Dann. Ist für Sie das Thema Privatsphäre auch ein Thema, dass dadurch die Bank eigentlich immer weiß, was man konsumiert und was man macht? Da gibt es immer diese Gerüchte aus den USA, dass Kreditkartendaten von gewissen Unternehmen quasi abgezogen werden und damit halt dann für Werbezwecke genutzt werden und so weiter. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Realität entspricht, aber natürlich denkt sich der Bürger, man wird in gewisser Weise gläsern, wenn quasi alles getrackt und aufgezeichnet ist. Und mit dem Bargeld ist man natürlich dann eher anonym unterwegs, egal wofür man das Geld dann verwendet. Nee, das ist mir, also mir ist das völlig egal. Wirklich? Genau. Ja. Also ich kann das ja jedem erzählen, also ich weiß nicht, mich interessiert das irgendwie nicht so. Auf der einen Seite ist mir egal, weil es natürlich irgendwo nicht schlimm ist, weil ich jetzt ich mache ja jetzt nichts, was irgendwie illegal ist. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, fühlt man sich schon irgendwie ein bisschen kontrolliert. Es gibt eh fast keine Privatsphäre mehr. Es gibt nichts, also die wissen eh alles, was man einkaufen, wohin man geht, wenn man ein Handy in der Hand hat. Es gibt sowieso nichts mehr. Natürlich ist es auch sehr schwer, weil man muss immer denken, okay, da bei Finanzamt oder Finanzierung oder alles, Bank weiß darüber und ich bin in der Meinung, es ist Bargeld auch sehr gut. Nein, überhaupt nicht. Also ich bin grundsätzlich sehr offen immer mit allem und finde da Transparenz, wenn man die von der Politik fordert, auch kann man auch selber ein bisschen offener mit allem umgehen. Also ich habe nichts zu verbergen da. Aktuell wird diskutiert, ob man das Bargeld in der Verfassung verankert. Das heißt ein Gesetz, dass es Bargeld geben muss. Wie findest du das? Ja, das finde ich auch gut, weil man braucht auch manchmal Bargeld und beide hat beide gute Sachen. Ich finde das Bargeld doch sehr, sehr wichtig, vor allem nur für die ältere Generation. In dem Zusammenhang ist wichtig, dass doch die Versorgung mit Bankomaten, auch vor allem im ländlichen Raum, noch immer gewährleistet ist, dass man eben, wenn man Bargeld braucht, das dann auch bekommt, außerhalb der Banköffnungszeiten. Und generell natürlich in unserer Generation nimmt die Kartenzahlung zu. Das ist ganz logisch, weil vor allem wenn man reist, wenn man im Ausland ist, ist es ja viel, viel praktischer, wenn man mit der Karte zahlt. Nachdem ich aber gastronomische Wurzeln habe, ist doch ein Thema das Trinkgeld, weil wenn man mit der Karte zahlt, gibt man in der Regel wenig bis gar kein Trinkgeld her und da wäre es doch dann wieder gut, wenn man ein bisschen was bar zumindest mit hat, damit man den Service auch ein bisschen mit Trinkgeld versorgen kann. Puh, ist mir eigentlich ziemlich egal. Das ist Politik. Ich glaube, wir können da gar nichts machen. Die machen sowieso, was die wollen. Ich glaube, das wird genauso gehen wie die GIS. Wir haben dazu abgestimmt, dass wir keine GIS zahlen wollen, viele Personen. Und jetzt müssen wir es trotzdem zahlen. Also ist es wurscht, was wir machen. Und beim Bargeld wird das genauso sein? Dass ich glaube, die werden das genauso handhaben. Also alles Blödsinn, wenn man uns was fragt. Ich glaube, man könnte viel in der Verfassung verankern. Ja? Wo kann man bei vielen diskutieren, da kennt es kein Ende, ja. Also weiß ich jetzt so ad hoc nicht.